Moin, willkommen zurück zum Train-Simulator von hier Railworks damals. Und jetzt heißt es Rail-Simulator. Ich habe mal vor Monaten mir eine Strecke gekauft, aber nie wiedergefunden. Ich dachte, ich habe sie gar nicht gehabt. Und die heißt nämlich SBB. Und hier ist sie nicht bei. Und ich habe ja alles durchgesucht hier und nacheinander. Köplitzer Bergland haben wir auch gekauft, haben wir, wenn wir noch sehen, die Strecke. Aber man findet hier nichts hier. Dann fragt man sich natürlich, hat man sie jetzt gekauft, hat man sie nicht gekauft, hat man sie noch nie erhalten, ne? Loks findet man auch nicht in dem Bereich hier, die man gesucht hat hier. Man, ich sehe gerade, wie viel Dampfloks ich habe hier, ne? Boah. Schön. Aber ich wollte ja auch mal ohne Signale fahren. Ohne dieses Ding fahren und mit Signalen natürlich. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt zu dieser Übersicht kommen hier, wo die Szenarien drin sind. Bloß wie komme ich jetzt dahin wieder? Hallo, verrückt. Dampf. Kein. Warum muss ich auf Strecke gehen? Nee. Komme ich hier wieder zurück hier? Gehen wir im Hauptmenü nochmal rein. Ich wollte euch was zeigen, ne? Aber jetzt komme ich da nicht mehr hin. Was ist das denn hier? Der lädt jetzt. So, dam, 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 dam. Jetzt müsste es weg sein hier. Mensch, mach aus das Ding hier. SBB. Nehmen wir SBB ein. Da findet natürlich nichts drin, ne? Toll. Ich kann es wieder wegmachen hier. Toll, 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 toll. Alles super hier. Da, klar. Ich darf hier anklicken. Ich will jetzt ausblenden hier, wenn man darauf klicken. Ah, ja. Okay, hier muss man ausblenden. Ups, 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 ups. So. Jetzt müssen wir auf SBB gehen. Jetzt habe ich es gefunden. Man muss darauf klicken einmal, um da wieder rauszukommen. Glasgow. Hamburg. Hedwige. Bin ich schon zu weit jetzt? London. Gehen wir weiter runter hier. Ohio. Portsmouth. Ruhr-Siege. Seebergbahn. Ja, und hier sieht man jetzt die. Den, was ich gesucht habe, den fand ich natürlich nicht. Und dann wollen wir 30, 60 oder 90 Minuten fahren. Aber wir fahren mal jetzt hier mal mit Abendzug, Bummler in alten Zeigen, Lokzug.db. Nehmen wir die hier, ne? Nehmen wir mal die RE44, Startdrück Andreas. Jetzt kommt der lange Ladebildschirm hier dran wieder. Die kann man jetzt auch schon kaufen. Und man soll ja auch schon diese Museumzug da, Museumzug sag ich schon. Die soll man auch schon kaufen können, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen, aber die andere habe ich schon gesehen. Die soll man coming soon, die soll demnächst kommen, darauf könnte ich mich auch schon freuen. Obwohl das nur ein Spaß für Dings ist wieder, so wie die. Auch die freue ich mich auf jeden Fall. Japan. Ach, Japan sind schöne Züge bei. Oh, Nase ist schon wieder verstopft. Muss man echt mal zwei Monate Hebeleiste, wo die alles drin steht. Immer kurz die Aufnahme gestoppt oder abgebrochen oder runtergesprungen auf 1. Nicht so schön. Out now. Coming soon. Wann kommt der raus? Wann kommt der? Hm? Bestimmt am 31. Am 30. 31. Ne? Möglich. Dann müssen wir fahren. Gib Gas. Wie lange lädt er denn hier? La 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 la. Immer diese Ladebildschirme. Ne? Ich überspringe das normalerweise, aber ich wollte euch mal so zeigen, wie man die anderen Linien findet, die man extra kauft. Jetzt haben wir natürlich das Dilemma, dass wir lange warten müssen hier. Den haben wir schon dreimal gesehen. Den schönen Zug hier. Den ich wahrscheinlich nur ein, zwei Mal fahren werde. Zu Halloween. Mal gucken. Wenn ich mir das da gekauft habe, heißt das. Oh Mann, gib Gas da. Gerade auf
8. Da, jetzt geht's los. Hallo Lokführer, Sie fahren Ihre Zug nach Übernahme Ihrer Lok hier im Depot. Uns als erster Zug aus Gleis 2, wo er noch vom letzten Einsatz leer steht. Eins. Oh Mann! Da ist schon richtig eingestellt. Zugbremse, Lokbremse, toll. Das ist der Richtungswendler hier, ja. Bis unten. Unser Pantograph. Lichtkap, ja, soll man Licht haben. Handbremse. Hauptschalter. Hallo, lass hochgehen. So, jetzt müsste ich losfahren können, ne? Habe ich Bremse angezogen? So, wie schnell darf ich verfahren? Ich fahre jetzt 15 gleich. Ich weiß nicht, wie schnell ich fahren darf. Hier steht doch gar nichts, ne? Das gucken wir hier. 100% Kombi-Halbschäbel, was ist das denn hier? Stimmt. Ah. Kombi-Hebel, okay. Schnellbremsenhebel, kannst du sagen. Ich 95 darf ich fahren hier. Ja, den Warnschein muss ich noch finden, das ist ganz wichtig, ne? Und ich weiß auch nicht, wann der Plus ist und Minus ist, das ist auch ein Problem. Obwohl es dran steht. Hallo? Ich will ja nicht mehr, was ist das denn jetzt hier? Na toll! Gut gemacht! Nein! Scheiße! Man muss auch die Bremse komplett lösen, Andreas, ne? Ja, wir fahren mit der Schweizer Bundesbahn hier. Ich habe mir damals schon viel Geld gekauft, es wurde auch nicht billiger, ich habe immer abgewartet. Und 45 Euro ist ganz schön viel für eine Strecke, ne? Und wie teuer die jetzt war am Ende. So. Wenn man wüsste, wie schnell man fahren dürfte. 95 steht zwar dran, aber ob das wirklich so ist, ne? Ich kann nicht mal nachgucken, wie schnell ich fahre.
Also hier werde ich komplett ablosen bestimmt. Weil die Leiste nicht eingeblendet hat, wenn der nächste Bahnhof kommt. Dafür kenne ich die Strecke nicht so gut. Wie gesagt, ich fahre sie jetzt zum ersten Mal. Muss ich mal anmachen wieder hier? Habe ich jetzt gekoppelt? Nein. Führerstand wechseln, ja. Das mache ich nochmal hier rüber. Halt. Nein! Deppig. So, mache ich nochmal hier rüber. Führerstand wechseln. Aus und T. Weiß auch nicht, wann ihr. Ja. Die Tür ist kaputt. Guck mal hier, Schottenrocks. Die Leute fliegen, ne? Weil der Bahnsteig ist so niedrig. Aber naja, abfahren. War ja gelöst, Andreas. Dann beschleunigt aber gut der Wagen, ne? Türen sind zu, ne? Also 95 darf ich angeblich fahren. So, und setzen es hier, okay. Ja, das ist die SBB, Schweizer Bundesbahn. Wir können mal von draußen mal gucken. Ich will doch mal dran, da, SBB, aber ich will da vorne. Die Tür ist kaputt, seht ihr? Ist immer noch offen. Grün. Ja, wie schnell darf ich hier fahren, Kollegen? Gas geben, ich denke mal 95 wieder, bin mir nicht sicher. Ja, mal was anderes fahren, ne? Nicht mal nur hier die Standardstrecken. Also, nächstes Mal werden wir Köpnitzer Bergland fahren, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aufgenommen habe ich das schon. Und mit der neuen Maus kann man sich besser umgucken hier. Ohne Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie schnell ich fahren darf. Ich bleibe mal auf der Geschwindigkeit ein bisschen. Ich will auch keine Kilometerzahlen mehr dran, wenn ich schneller fahren darf. Vorne fliegt ein Helikopter. Ah, meine andere Lok hier, ne? Ist kahl da drüben, ne? Oh, Fenster auf! Yeah! Lass die Luft rein! Kann ich mal auch aufmachen? Nee, da geht's hier nicht. Keine Warnung, wenn man zu schnell ist, ne? Ich weiß auch nicht, wann der nächste Bahnsteig kommt, wo ich halten muss. Ah, das ist glaube ich zu schwer, ne? Was war jetzt los? Hallo? Zu schnell oder was hier? Bremsen wir mal ein bisschen.
wahrscheinlich ist Bahnhof, aber ich weiß nicht, ob ich da halten muss oder nicht.